Die Stunden kann mir kein. Doch, eben, das ist es ja. Die Stunden kann ich dir nehmen, wenn ich will. Ich kann alles bearbeiten. Das ist ja das. Ich kann alle Werte bearbeiten. Und dazu gehören auch die Stunden. Das ist leider nur mal eine Tatsache, Frank. So, und das. Ach, guck mal, hier ist auch noch eine Kiste. Aber die war schon vorher offen. Und das war hier die Medaillon, der Medaillonraum, ne? Nee, das war nicht der Medaillonraum. Das war nicht. Doch, das war der Medaillonraum. Das war der Medaillonraum. Gehe ich nochmal da drüben rein. Das war der Durchgang zum Vorderhaus. Das war der Durchgang zum Keller. In den Raum. Wo kamen wir da nochmal hin? Könnte aber auch noch mal eine Kiste sein. Hier waren wir aber auch vorhin schon drin. Ach, der Raum war das. Ja, oh, alles klar. Ach so, das ist die andere Seite vom Medaillonraum. Ah, alles klar. Du kannst sie auf Null setzen, aber ich weiß, dass ich die Stunden habe. Nee, ich werde das leugnen. Und der Chat wird das auch leugnen. Es wird nie jemand gesehen haben. Frank? Nee, der war hier noch nie. Kenne ich nicht. Das wäre auch schon wirklich abgefuckt, wenn ich das machen würde. Aber naja, ich meine, ich habe ja das Nordisch Socken, habe ich ja auch noch im Petto. Also das sind ja alles so Sachen. Die können wir noch durchaus mal. Man durchaus anwenden. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Ich muss diesen Scheiß. Ich glaube, ich werde hier nochmal speichern. Guck mal, hier ist auch noch eine Kiste. Wo eine Batterie drin ist. Freut mich. Ich speichere auch nochmal kurz ab. Ach, Mensch, du. Wo war dieser Raum? Dostak. Ich weiß, ich bin hier vorhin schon mal drin gewesen, aber ich weiß auch gerade nicht, wo dieser Schlafsaal gewesen ist. Das ist Capricorn, ne? Das ist, dafür haben wir den noch nicht. Nee. Hier vielleicht. War die Kiste abgeschlossen? Ich bin mir nicht, fast nicht mehr sicher. In jedem Raum, wo diese Scheißpuppen sind, die machen mich nervös. Nervös machen die mich. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal Medaillon gefunden. Also sind die anscheinend auch in diesen Kisten drin. Offensichtlich, wir haben ja gerade da eine gefunden. Speichern wir gleich ab. Wird sofort gleich gesaved. Der 1. April kommt bestimmt, weißt du? Am 1. April wird auch nicht gestreamt. Da schließe ich mich ein. Sei lieber nett, ich guck gleich nochmal den Chat. Ich will nochmal kurz sehen, dass ich diesen Scheißraum finde. So, wir waren jetzt da hinten drin, ne? Jetzt links rum. Das war dieses Secret Door. Keine Ahnung, was das hier wieder ist. Bin mal echt gespannt, was dahinter ist, ne? Meine, wer nicht, aber die sitzen ja nun direkt davor. Also von daher. War das hier mit dem? Nee, auch nicht.
Wo war denn das? Wo war denn das? Ja, auch nichts. Hier unten war ja auch nichts drin. Das war ja nur diese... diese eine Box. Ne. Scheiße. Wo war denn diese Box noch? Was heißt diese Box noch? Wo war dieser Raum noch mit den beiden eingebauten Kleiderschränken? Wo war der noch? Generell noch dieser Raum, wo der Kinderraum drin war, also hier das Kinderzimmer, wo war das denn noch überhaupt? Scheiße. Da nicht, das war die Abkürzung. Das war da drüben. Das waren die beiden anderen Schlafzimmer. Das war da auch nicht. Wo war denn das? Wir sind aber auch sowas von unhilfreich. Ja, genau. Scheiße. Aber es gab doch auch diesen einen Raum, wo wir dann in geduckter Haltung in diesen anderen Flur reingekommen sind. Ich weiß auch nicht mehr, wo der gewesen ist. Ich finde das schon mal bewundernswert, dass du überhaupt noch weißt, wo du ungefähr bist. Ich habe längst hier und hier... Ja, das sind auch immer nur so Bruchstücke. Das... ansatzweise Bruchstücke. Das ist auch immer nur so ein ganz kleiner Teil, an den ich mich in Anführungszeichen erinnern kann. Eigentlich erinnern ist auch sowieso sehr, sehr relativ. Ich gehe nochmal hier reingucken. Kann ja auch nochmal sein, dass hier irgendwo eine Batterie ist oder ein Talisman oder... Oh, guck mal, hier war auch noch eine Tür. Haben wir da schon mal reingeguckt? Aber auch ein Hauch von nix dran. Oh, okay. Ah, die linke Seite. Mm. Also ist schon mal klar, wir laufen jetzt sowieso einmal um den Pott. Das, okay. Warte mal. Ich will mal eine Sache kurz gucken. Da hatten wir das. Ach, scheiße. Da. Ja, das Problem ist, solange wir natürlich mit der Funzel rumspielen, haben wir nachher irgendwann keine Batterien mehr. Und ich weiß echt momentan nicht, wo dieser Raum war mit den... Das war aber auch, ich meine, das war bei dem Kinderzimmer. Beim Kinderzimmer war das, glaube ich. Es war, glaube ich, bei den Kinderzimmern, wo auch dieser eine Schlafraum gewesen ist, mit diesen beiden Einbauschränken. Aber ich weiß nicht, wo wir das gefunden haben, wie wir da hingekommen sind. Ach, momentan verliere ich selber hier die Orientierung. Da können wir gleich nochmal hinten rumgehen, weil da war auch nochmal irgendwie was. Kann sein, dass es da gewesen ist. Naja, der Raum kann überall sein, davon mal abgesehen. Ich habe hier absolut keine Orientierung. Oder?
Dann wir hier. Achso, das ist die andere Seite. Okay. Ich habe nur noch 2 Batterien. Ich glaube, wir werden echt nachher im Laufe der Zeit ein Batterieproblem kriegen. Es sei denn, wir haben vielleicht... Ja. Jeton. Was auch immer ich euch damit sagen will, aber Jeton. Wie erstmal irgendwo ein französisch angehauchtes Wort mal in den Raum werfen und hoffen, dass keiner nachfragt, warum er jetzt Jeton gesagt hat. So, hier soll... Hier war nämlich noch eine Kiste drin, das weiß ich. Ich habe das irgendwo mal... Häng ich irgendwo fest? Nö. Dann muss das links gewesen sein. Hier war irgendwo... die Küste. Na. Jo. Aquarius-Key, genau. Das war dieser... Das war dieser Schüssel mit Wassermann. Oh, heilige Mutter. Und da hinten ist nachher das Kinderzimmer. Ja, alles klar. Jetzt so langsam orientiere ich mich wieder. Oder auch nicht. Scheiße, wo komme ich jetzt her? Ach da, alles klar. Ich würde ganz gerne mal speichern so. Ich gehe mal hier hinten lang. Da. Ich glaube rechts. Kann ich nachher speichern? Oder links rum? Links rum. Jo. Buh. Stand da nicht eine Kiste auf der Couch? Gerade eben bei dem Schlafraum. Also bei dem Schlafzimmer. Stand da nicht... Wo meinst du jetzt? In welchem Raum war das? Kannst du mir den optisch beschreiben? Kannst du mir den optisch beschreiben? In welchem Raum? Achso, warte mal. Ich mache nochmal kurz eine kleine Aufnahmepause und dann bin ich gleich wieder da. Jo, ich schneide nochmal kurz mit. Ich muss mal kurz gucken. Ich mutmaßlich, dass ich eine Kiste vergessen habe. Ja, ich glaube, das ist... Nee, warte mal, ich gehe mal zurück. Wir sind ja hier durchgegangen. So. Und da ist ja die Tür zum zur Treppe. So, die Tür davor. Das muss ja dann also hier gewesen sein. Da waren wir aber jetzt noch nicht. Also da sind wir ja nicht durchgegangen bis zum Schluss. Doch, sind wir. Hier sind wir durch. Links müsste der... Das ist der Jetonraum. Das sagt ihr auf der Couch, ne? Ne, hier also nicht. Wo die beiden Couch-Garnituren sich gegenüberstanden. Warte mal, haben wir das hier schon gelesen? Things turned to look creepy these days. I blame myself sometimes thinking... Also things turned to look creepy these days. Also Sachen sehen dieser Zeiten etwas beängstigend aus. I blame myself sometimes thinking that people start to leave the house because of my repeated requests and needs. I blame myself sometimes thinking that people start to leave the house because of my repeated requests and needs. Kann ich jetzt so nicht I blame myself... Blame. Was ist von Blame auf Deutsch? Thinking that people start... Also er, weiß ich nicht, er wundert sich. Kann das sein, dass er sich wundert oder so? Weiß ich nicht. Er wundert sich, dass die Leute halt das Haus verlassen. Obwohl er halt öfters nachfragt oder dann halt seine Bedürfnisse hat. Also das, beziehungsweise, dass er sich wundert irgendwie, dass die Leute das Haus verlassen, obwohl er eben halt so seine Bedürfnisse hat und ja, denen das anscheinend egal ist. Keine Ahnung. I got my medicine this morning by a new nurse face. Nothing new. The same thing happened the week before. Also er bekommt jetzt halt seine Medizin
an diesem Morgen von einer neuen Krankenschwester. Und das ist halt für ihn nichts Neues, weil er halt gewohnt ist. Und letzte Woche hat er auch schon eine neue Krankenschwester gehabt. Also da wechselt das Personal auch täglich. Blame, Schuld. I blame myself sometimes. Ich fühle mich schuldig, kann das sein? Ich fühle mich dann schuldig in dem Zusammenhang. I ask myself several times, did I became a pain in the neck of my wife? Ich frage mich selber ab und zu, ob ich eine Last bin für meine Ehefrau. Also a pain in the neck of my wife. Also es würde dann 1:1 übersetzt bedeuten, dass ich halt eine Last im Nacken meiner Frau werde. Das ist, macht natürlich keinen Sinn. Also ob ich halt eine Last für meine Frau werde. Earl Dwayne Atkinson. Huch, ich wollte mich gar nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir nochmal den Mafiosi-Raum finden. Den nenne ich jetzt einfach mal so, den Mafiosi-Raum. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man den Raum... Ne, hier waren wir ja nicht. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt tatsächlich nicht, wo du meinst. Hier nochmal gucken, aber da kamen wir, glaube ich, gerade hier, ne? Und das ist der... Alter, wir haben echt kaum noch Energie hier für unsere scheiß Taschenlampe. Wir haben jetzt noch eine Batterie und dann war's das. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Scheiße. Ich weiß auch nicht, wo wir sonst noch Batterien finden sollen. Und es hieß noch so, weißt du, kriegst mit Batterien kein Problem. Das sehe ich mittlerweile anders. Ich meine, gut, ich bin mir auch sicher, dass wir sicherlich noch an einigen Batterien vorbeigelatscht sind. Das will ich gar nicht bestreiten. Wir haben jetzt aber gespeichert, auch wenn ich jetzt diesen Raum vielleicht nicht gerade gefunden habe. Ich mache mir Vorwürfe Übersetzung. Ich kann dir nicht sagen, wo der Raum ist. Nee. Nein, macht ja auch nichts. Es ist ja eigentlich auch mein Job, den Raum zu finden. Warte mal, da hinten ist auch noch ein Virtual Key? Virtual Raum? Da ist noch eine Batterie. Ach, geil. So, und was ist das hier noch? Locked with a Key? Was brauchen wir da? Capricorn. Oh, das gibt nachher schon eine Suche, wenn wir nachher die Capricorn-Dings finden. Aber das hier ist auch nochmal ein Virgo. Ich dachte, es wären nur zwei Virgo-Räume gewesen. Na gut, dann machen wir den noch. Ist hier was dran? Ich höre im Hintergrund wieder was. Alter, habe ich gerade eine Gänsehaut. Ganz ruhig. Es ist nur ein Spiel. Oh, geil. Nein! Mach auf den Humpen. Alter, du sollst das Ding aufmachen. Nimm diesen Scheiß... Alter, nimm diesen Talisman. Wo ist denn jetzt mein... Ah. Wenn wir nämlich wieder eine Dreiviertelstunde rumstehen, dann passieren hier wieder Dinge. Und ich möchte nicht, dass hier Dinge passieren. Zumindest ich mir. So, da war noch eine Funzelbatterie. Da ist nichts. Da, warte, nee. Ein Schrank und da ist gerade irgendwas reingelaufen, was natürlich auch sehr geil ist. Jumpscare incoming. Die Krober! Jung! Und die Musik, ne? Ich habe ein ganz dummes Gefühl bei der Sache. Ganz dummes Gefühl.
habe euch im Auge, ihr kleinen Säcke. Doors unlocked. Ach, jetzt sind wir auf der anderen... Ja, alles klar. Wir sind auf der anderen Seite vom Kinderzimmer. Yo. Oh, Alter, wir haben die Crowbar gefunden. Das heißt, wir kommen jetzt in diesen Keller-Dings rein, in diese Luke. Da geht's lang. Da müssen wir längs. Erstmal schnell speichern. Oh, das hat sich jetzt gelohnt, muss ich sagen. Da haben wir doch jetzt noch ein bisschen mehr geschafft, als ich eigentlich geplant hatte. Ja, was heißt geplant hatte? Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier noch was Massives finden hier. Okay, speichern. Oh, wie geil. Oh. Da ist was in den Schrank gerutscht, ja. Da ist was in den Schrank gerutscht. Irgendwas, ich habe nur im Hintergrund nur Tippelschritte gehört und dachte mir, oh. In dem Augenblick ist es mir so eiskalt über den Rücken gelaufen, weil ich habe die Tribbelschritte direkt so hinter mir so längs laufen hören. Oh. Leute, Leute, Leute. Nun gut, an dieser Stelle soll bei YouTube erstmal Schluss sein. Ja, wir haben die Crowbar gefunden. Wir haben das erste Medaillon gefunden. Uns fehlen immer noch, ich kann ja mal reingucken, wo war denn das hier? Na, hallo? So, Find Medaillons. Also da haben wir jetzt insgesamt einen gefunden. Von, waren das auch fünf? Ich glaube, das waren auch fünf Medaillons. Das haben wir gerade mal eingefunden. Wir müssen noch das zweite Horn finden. Wir müssen noch die anderen Voodoo-Talismänner finden. Ich weiß jetzt nicht. Wir hatten, glaube ich, war nicht die Rede von sechs Stück? Wir haben, glaube ich, zwei gefunden. Steht er ja auch nicht. Also. So, dann brauchen wir noch einen Capricorn Key, wir brauchen einen Find the Mysterious Key, brauchen wir noch. Und den Ochiochus Key brauchen wir noch. Und wir brauchen noch die anderen drei Artefakte. Und jetzt mal ganz im Ernst. Ich müsste eigentlich nochmal nachschauen, wie viele Spielstunden ich jetzt eigentlich schon auf der Uhr habe und was wir noch alles zu erledigen haben. Alter, finde. Also, was man für 16 Euro hier geboten bekommt. Also, ich habe es für 16 Euro gekauft, mittlerweile kostet es, glaube ich, 20. Steht ihm kein Verhältnis. Also dafür, dass es nur 20 Euro gekostet hat oder 16 Euro, also da gehen Spielstunden ohne Ende drauf. Vor allem, wenn man sich halt mal überlegt, dass wir das ja ohne Karten und sowas spielen. Vielleicht hier und da mal mit ein bisschen Spoiler, aber grundsätzlich halt immer ohne Karten. Also es ist schon, ich will mich nicht selber auf die Schulter klopfen, aber es ist schon, ja, ist schon. Gut, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt und ja, die nächsten Folgen kommen dann wieder auf YouTube und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.